Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together Minecraft. Nur noch mit mir und Daniel, weil wir sind ja die einzigen Stammmitglieder. Wir beiden werden jetzt alleine spielen. Aber wir haben einen Gast dabei, der mit uns sprechen kann. Sebastian. Hallo, ich bin. Hallo, ich bin. Da habt ihr gehört, da ist er. Na klar, immer dabei, was auch gibt. Genau, und der Daniel, da könnte sein, dass er heute ein bisschen zurückhaltender ist mit Sprechen. Was? Ja. Quatsch, warum denn? Oder er hält sich nicht zurück mit Sprechen, sondern es ist lustiger für euch, wenn er spricht. Der Philipp lacht mich schon die ganze Zeit aus. Ja. Daniel, also, haben wir schon über 100 Folgen? Kannst du mir das nochmal wiederholen, ob wir schon über 100 Folgen haben? Nein. Warum nicht? Es gibt gewisse Töne, die treffe ich nicht. Ich kann auch nicht... Nix. Er kann nix. Da habt ihr es gehört? Ja. Bau mal lieber Holz ab. Ne, mach ich doch. Wir müssen uns vorpflanzen. So, also wie gesagt, wir sind ja in der 1.7 und wir sind ja in einem schönen neuen Lehmbiom rausgekommen, im Canyon. Hast du schon Dings gebaut? Ja. Ja. Ich freue mich auf Erklärung, warum ich persönlich nicht mitspiele. Ganz einfach, mein Laptop ist kaputt, mehr oder weniger. Er funktioniert noch, aber er hat keine Leistung mehr und weder Minecraft geht, noch Word, noch sonst irgendwas. Word auch nicht. Daher, also ich habe es mal probiert, was auf Word zu schreiben. Du tippst was schön ein, ne? Circa 5 Minuten später steht es dann auch da. Also ein bisschen Zeit versetzt. Ja. Das ist ja nur Lehm. Das ist nur Lehm. Was machen wir denn jetzt hier? Ich brauch Cobblestone. Ich auch. Ein Kopfkeller. Klar kommt der Keller, das ist nur Lehm. Das ist Mist. Schön, dass ihr alles in drei verschiedenen Schichten auftaucht, aber ich brauch Cobblestone. So, wo gehen wir jetzt hin? Weiß ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob man hier vielleicht was in dem Biom bauen könnte. Also in den kälteren Gebiet geht's am meisten nach Norden. Komm mal mit. Rennen wir nach Norden? Nee, wir rennen nach Süden. Ja. Wie viele Chunks hast du eingestellt? Oh. Wie hast du die Chunks? 10? 10 habe ich noch, gut. Weil da hinten sah es so lustig aus. Kann man vielleicht auch Sebastian, du könntest ein paar Witze erzählen. Ein paar Witze? Ja, ich kenne kaum Witze. Also, zuhör gerade. Ich lese mir ja gerade. Warte, Sebastian, ich muss ganz schnell einen Witz machen. Guck mal, ich habe einen Apfel. Wischkalbe. Oh, hat wissen von mir. Unsere allererste Aufnahme. Da ging es gleich, der Uwe hat da gesagt, oh, guck mal, ich habe einen Apfel und du gleich so, oh, da muss ich jetzt töten. Ach ja, stimmt. Das waren die ersten Sätze. Sag mal, ist das da unten roter Sand? Oh, den habe ich auch noch nie gesehen. Wo denn? Hier unten überall. Oh, da bist du. Schau ran, die Uwe. Wir müssen auch ein paar Blöcke roten Sand mitnehmen. Wir brauchen Essen. Ne, roten Sand brauchen wir. Dazu brauchst du Sand. Weiß ich auch noch nicht. Glas. Zum roten Glas brennen. Geht das gleich? Keine Ahnung, kenn mich damit nicht aus. Sebastian, was liest du? Ich habe mir gerade ein paar Artikel in der Zeitung durchgelesen. Aber warte mal. Ich guck gerade mal. Ich habe heute aber auch einen Sportrupp geplant, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Oh, guck mal, Akazien. Hab ich auch schon gesehen. Will sie ernten. Beide. Oh, hier ist vielleicht ein Cobblestone. Das wird wahrscheinlich sein. Dann wird da gleich Zeplix mit. Ich weiß ja noch gar nicht, wo wir sein wollen. Oh, Philipp, das kannst du echt gar anbieten. Was? Deine Stimme? Nee. Deswegen ist also Sebastian da. Ja, gut. Richtig. Willst du mal einen flachen Witz hören? Ja, aber ganz tiefen Witz. Okay, ich versuch's. Und zwar, was ist grün und rennt durch den Wald? Ein Baum. Nein, ein Rudel Gurken. Und was ist der Fehler dran? Dass Gurken scheiße sind. Nein. Gurken tauchen nicht im Rudel auf. Richtig. Ach, Philipp, hast keine Allgemeinbildung. Ich warte, das ist ein Kurzschüler. Bist du Philipp?
Hier, ich habe Hühnerschlachten. Mensch. Oh. Geil. Spitzhacke im Kopf. Oh, die hat ja wenig aus. Ich kann nicht mehr rennen, ich habe nichts mehr zu futtern. Entschuldigung, hast du Kohle? Nee, woher denn? Du brauchst mal eine Axt, es geht ja gar nichts. Ach, jetzt hab ich mein Dings drüben stehen lassen. Hm. Du bist richtig Profi. Profi einfach nur. Da unten sind Steine, die baue ich jetzt ab. Baue ich mal einen Ofen. Und Kohle ist ja. Oh. Und Eisen. Oh. Eine Eisenkatze. Ach doch, kannst du abbauen, oder? Ne, das durfte nur mit Steinspitzhacke gehen. Ja, warum haben wir denn überhaupt jetzt neu angefangen, Philipp? Weil was für ein 1.7 draußen ist. Da hoffst du dir jetzt was von. Ja. Da hofft sich doch jeder was davon. Und weil der Uwe keine Lust mehr hat. Das auch. Auf Freitags. Uwe hat keine Lust. Was hat denn der eigentlich Lust? Fußball gucken heute. Seine Interessen verschieben sich. Heute ist das 6.11. Ja. Und was läuft heute? Wisst ihr, Champions League? Keine Ahnung, kenne also ich mich überhaupt nicht. Ich gehe Golle. Da hinten kommt, glaube ich, nochmal so ein komisches Biom, genau. Was für eins? Na, wo wir gespawnt sind. Ja, das bist. Hast du Steine für den Ofen? Nee. Oder? Lass uns wenigstens mal was zu essen machen, irgendwie. Wie viele Chicks hast du? 5. Oh, es wird nur Nacht. Notunterkunft. Warte. Ich hab aber keinen Bock, da drüben sind Schafe. Warte mal, wir können unsere Werkzeuge verbrennen. Wo ist der Ofen? Ich hab doch 12 Kohle. Hast du die Schere? Nö. Dann können wir uns so Kleider machen. Lass mal hier ein Häusli bauen. Lass doch rüber zu den Schafen gehen erstmal. Ich kann nicht rennen. Ja, denkst du ich? Ja. Welche Schwierigkeitsgrad spielen wir? Müsste leicht sein. Okay. Hier, guck mal, es sind ganz viele Schafe. Die kann man auch töten. Ah, hier wachsen. Oh, hier sind noch mal mehr paar Hühner. Das wird nicht. Ich tue schon mal Vorhersagen. Wir brauchen auf jeden Fall Kühe und wir werden sie nicht finden. Ja, dann müssen wir uns von Brot ernähren. Brot. Ja, was? Lass mal hier bauen, ich will das Schaf stibbeln. Ja, hast du eine Hütte gebaut? Oh, hier liegt Fleisch. Oh, das hab ich schon eingesammelt oder was? Ja. Lass mal hier bauen. Wollen wir uns irgendwo einbuddeln? Können wir auch machen. Wo? Ne, von der Seite. Komm mal raus. Ich hab nichts mehr zu essen. Das ist komplett alle. Kriegst Damage. Ja. Ich komm jetzt rein. Hallo. Hast du erstmal einen Ofen irgendwie? Ja, gleich. Ist da eine Tür? Ist eine Fackel? Fackeln kann ich machen. Ja, ist schön. Gut, sehr gut. Da. Da, 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 da. So, was wolltest du haben? Ein Ofen. Nix. Weil. Ey, super. Die verbrennen wir. Was hast du jetzt verbrannt? Einen Kohle. Also danach können wir unser Werkzeug nehmen.
So, ich brauche jetzt Stein. Ich auch. Das ist mal aussehen, das Ding. Sebastian, eh Witz war zu wenig. Komm, mach mal noch einen. Ein Witz war zu wenig. Oh, du, ich kenne so viele. Also, such mal eine Witzeseite auf. Ja, wie sieht's mit der Frauenquote aus bei unseren Abonnenten? Oh, Annika Berger 34 soll gegrüßt werden. Ja. Haben wir schon mal das abgehakt. Würde ich euch an alles erinnern. Ja, echt mal. Nicht tiefer. So, das reicht. Ist die Ren zufällig blond? Das weiß ich, ne? Das ist auch einer unserer größten Fans. Da machen wir lieber kein Blondinen auf. Und falls alle. Ich weiß aber nicht, ob es eine Frau ist. Da sage ich jetzt nichts dazu, ne? Annika Berger 34, könnte ein Berger seine Mutter sein. Oder er. Oder er selber. Aber, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist bestimmt ein hochintelligentes Wesen, daher wollen wir es nicht mit dem Berger vergleichen. Berger ist urschlau, wir merken das bloß, ne? Nein, der stellt sich nur dumm. Du hast ihn reingehauen? Meine Axt. Danach hau ich die Holztür rein. Ich hab schon meine Spitzhacke reingetan. Das wird nicht reichen. Ja, hauen wir halt noch die Schaufel rein. Och. Wo ist denn die Schaufel hin? Die hab ich, Moment. Ich habe 6 Federn, kann ich dich damit kitzeln irgendwie? Kille. Ich habe 4 Federn. Und das ist scharf?